Wer mein letztes Video der Landesmeisterschaft DKS2 von vor, ich glaube, 2 Jahren dürfte es gewesen sein, kennt, weiß, dass ich mit meiner Anschutz 520, die ich schon seit einigen Jahren besitze, ziemliche Probleme habe. Ich bin nun zu dem Entschluss gekommen, das Ding kommt weg. Ich habe einfach kein Vertrauen mehr in diese Büchse. Ersatzteile sind sackteuer, Magazin 75 Euro, das ist echt over the top für so ein Teil. Das heißt, sie ist weg. Stattdessen habe ich mir eine neue halbautomatische KK-Büchse zugelegt und gestern bei meinem Büchsenmacher Timo Zindel abgeholt. Hintergrund ist folgender, weil ich weiß, es werden diverse Sprüche mal wieder kommen. Aber Nummer 1, ich bin kein Langwaffenschütze. Nummer 2, ich schieße die halbautomatische KK-Büchse ein paar Mal im Jahr. Ich sag mal, einschießen, bisschen Training, bisschen Spaß schießen und dann halt die Landesmeisterschaft DKS2 in PP1 und NPA. Ich brauche kein Präzisionswunder, weil ich damit keine Präzisionsdisziplin schieße. Ich brauche eine Büchse, die funktioniert. Ich brauche eine Büchse, die halt 6 Schuss Minimum aufnehmen kann im Magazin und sie muss mir einfach liegen. Beim Rumstöbern auf Igern bin ich dann auf mehrere Auktionen gestoßen, wo ein bestimmtes Modell oder eine bestimmte halbautomatische Büchse für ziemlich schlankes Geld versteigert wurden und werden nach wie vor. Sind Neuwaffen aus 2015 aus einer Lagerauflösung. Und zwar, wir sprechen hier über eine Baikal MP161K. Das ist das Teil. Ich sag's mal so, es ist ein Plastikbombe, klar. Der Preis auf Igan liegt momentan bei 240 Euro zuzüglich Versand. Ohne Optik, die habe ich von meinem Roni gerade runtergemacht, weil ich muss das Ding einschießen, weil irgendwann demnächst ja die Landesmeisterschaft DKS2 dann wohl sein wird im Sommer. Und ich habe halt nicht ganz so viel Zeit, das Teil neu, mir irgendwie erst neu zu besorgen und so weiter. Also liegt jetzt mein Fokus erstmal hier drauf. Was sind denn die Features? So, und zwar, das ist einer der Gründe, warum ich mich eigentlich für dieses Teil dann letzten Endes entschieden habe. Nummer 1, Preis. Ganz klar. Wie gesagt, ich schieße das Ding nur eine Handvoll, vielleicht 10, 12 Mal im Jahr. Ich schieße das Ding auf 25 Meter. So, das heißt, ich brauche kein Präzisionswunder. Wir haben einstellbare Schaftbacke. Wir haben LPA-Style verstellbare Kimme. Wir haben eine Pickerschiene oben drauf. Wir haben ein Stahlverschlussgehäuse. Kein Press, sondern wirklich tatsächlich Stahl. Das ist echt Russenqualität, was wir hier haben. Wir haben ein 9-Schuss Bananenmagazin. Sehr interessant bei dieser Büchse ist auch, wenn wir sie mal durchladen, sehen wir hier unten ist so ein kleines Loch. Wenn wir jetzt durchladen, sehen wir, dass da so ein kleiner Pinockel rauskommt. Da. Das heißt, wir haben hier tatsächlich eine sichtbare und fühlbare Anzeige, dass die Waffe gespannt ist. Wir haben hier drüben über dem Abzug haben wir die Abzugssicherung. Und die funktioniert. Kann ich direkt mit dem Zeigefinger, kann ich sie wieder entsichern und bin sofort schussbereit. Wir haben quasi einen Lochschaft mit Gummieinlagen, ja, Gummieinlagen in ja, FDE, Grau, wie sie farblich abgetönt. Wie das Teil schießen wird, also es gab vor einigen Jahren mal in der Visier einen Testbericht zu dem Ding, wo diese Waffe gar nicht mal so schlecht abgeschnitten hat. Also ich meine, sie hat einen relativ dünnen Lauf, aber das haben so alte Föhre Büchsen genauso. Und die schießen auch fast schon Loch in Loch. Ja? So, und um was geht's? Es geht 25 Meter. Wie gesagt, keine Präzisionswunder. Sie soll stabil laufen, zuverlässig laufen, nur darauf kommt es an. Und davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Das hier dürfte so ziemlich auch das erste deutsche Video zu dieser Waffe sein, wie mit der P10F. Ich habe ganz, ganz wenig, vielleicht 2, 3 Videos dieser Waffe in englischer Sprache gefunden und der Rest ist alles in Russisch. Und mein Russisch ist zugegebenermaßen, wenn es schon nicht vorhanden war, dann ist sogar das Nichtvorhandene eingerostet.
Wie gesagt, also die UVP liegt, glaube ich, bei 3,99. In der Shooters Corner haben sie die Baikal ebenfalls, ich glaube, für 2,99. Und wie gesagt, auf Igan ist sie momentan zu bekommen, in verschiedenen Varianten, mit und ohne Optik, muss man einfach mal gucken, für 239 zuzüglich Versand. Also liegen wir in etwa, wenn man sich den Versand einsparen will, diesen ganzen Gulasch, liegen wir ungefähr auch bei, ja, kommen wir ziemlich dicht an diese 299, die auch die Shooters Corner hat, heran. Ich glaube, sehr viel mehr gibt es noch nicht zu sagen. Ich werde sehen, wann ich sie das erste Mal schieße. Jetzt steht erstmal Landesmeisterschaft an und dann werde ich mal gucken, dass ich mit dem Ding auf den Stand komme und auf die 25 Meter erstmal das Dot einstelle. Und dann werden wir mal schauen, wie das Ding auf die 25 Meter geht und mal gucken, wie so die ersten 1, 2, 3 Serien PP1 und NPA hiermit gehen. Und ich bin mal echt gespannt und ich freue mich mit meiner neuen Büchse auch unwahrscheinlich auf die Landesmeisterschaft DKS2. Ich hoffe im Sommer und dann schauen wir mal. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht noch das eine oder andere machen können. In diesem Sinn, macht's gut.